Oh, oh. Hi. Hallo. Na? Wir nehmen gerade auf. Echt, wie unprofessionell. Rein in den TS-Raum. Unprofessionell. Seid ihr behindert? Nehmt ihr echt auf? Ja, wir nehmen auf. Wir haben doch keine Rechte, oben in den Aufnahmechannel zu gehen, ey. Ja, ich will die ganze Zeit. Wir sind hier auf. Jetzt muss ich das öffentlich machen. Wir sind hier auf dem TS und wir haben keine Rechte. Guck mal, worunter denn dein Raum hier angeordnet ist. Bei Laberecke. Ja, wir labern doch. Ja, Dena, ja. Ich nenne die Folge. Ich nenne die Folge Streit zwischen Tadl und Dena. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Willkommen, meine lieben Jungs, es ist eine neue Folge Craft Attack und immer noch mit dabei oder wieder mit dabei ist Herr Bergmann. Hallo und willkommen. Ich bin der Bergmann. Hallo und willkommen, ich bin der Bergmann. Bist du da unten? Nee, das ist Revi. Ah, er schlägt mich direkt. Ich muss leiser machen hier, ey. Die schlagen mich alle. Ich versuche zu kommen und versuche zu helfen mit meinem. Die schlagen mich alle. Nein. Ich mach Liebe, ich mach Frieden. Frieden. Ich hole Blume. Und versuche dadurch. Sieht voll böse aus. Hilfe, ich versuche rückwärts wegzuschleichen. Lauf um dein Leben! Nein! Ich hab fast kein Herz, ich hab fast kein Leben mehr. Oh mein Gott, ich hab noch anderthalb Herzen. Herr Bergmann, lenkt die ab, okay? Ja, mach ich. Ich glaube, er scheint drauf. Die überlegen gerade. Sie überlegen, was. Oh. Ich versteck mich hinterm Baum, verrat mich nicht. Ja, okay. In was werde ich hier wegen dir immer wieder reingezogen? Ich versteh's nicht. Was ich wollte. Ich hab gar nichts damit zu tun, die haben mich plötzlich angegriffen, ohne Spaß. Ich hab mich auf den Surfer eingeloggt und bam. Wo bist du denn jetzt? Hinterm Baum. Okay, ich nehme mal kurz vorweg, was wir machen wollten. Und zwar wollen der liebe Dena und ich in dieser Folge etwas farmen. Das hat sich ja auch ein Großteil von euch, zumindest in meinen Kommentaren, gewünscht. Dementsprechend machen wir das einfach mal. Und könnte ich vielleicht bei dir einmal ganz kurz deine Birkbench benutzen? Ja, ist erlaubt. Aber wie komme ich denn nochmal zu dir? Du musst hier einfach hochlaufen, aber ich glaube, du benutzt lieber eine Workbench, die unten ist, weil das ist schneller. Ja, ich bräuchte aber noch ein bisschen Holz. Ja, stimmt, das macht natürlich Sinn. Ich Holz habe ich ein bisschen was. Ja, dann komm mal runter geflitzt. Ich bin doch neben dir. Ach, das bist du. Ihr seht alle so gleich aus, ey, mit eurer Eisenrüstung. Aha, so, ich guck mal, ey, schön. Guck mal hier, getting wood, ey. Ein bisschen doppeldeutig, aber gut. Wenn du verstehst, was ich meine, lieber Dena. Ich weiß es nicht, nein. Na gut, okay. Dir wird Scheiße zugeworfen. Ja. Vielleicht kann ich ihn ins Feuer schubsen. Ich kann ihn vielleicht ins Feuer schubsen. Das kannst du nicht machen. Seid doch lieb zueinander. Ihr müsst doch lieb zueinander sein. Brenne! Nein! Ihr seid alle so gemein. Ich wollte ihm ein bisschen Ordnung reinbringen jetzt eigentlich, Dena. Deswegen hörst du jetzt sofort auf. Ey, geh zu mir hin hier. Okay, Dena, bitte, lass uns nicht so von unserem Plan abkommen. Wieso ist dein Diamantschwert? Ja, weil ich zwei Diamanten habe. Deswegen sei mal lieber ein bisschen. Und die hast du für ein Diamantschwert benutzt? Sei mal ein bisschen leck. Ja, warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich bin auch so voll in Endergames drin. Ausgestellt oder so. Ausgestellt ist auch eine gute Idee. Und dann halt immer Diamanten als Eintritt benutzt, ne? Ist gar nicht so schlecht, ey. Wo in welche Richtung wollen wir denn, mein Lieber? Also erstmal würde ich gerne in mein Haus, um kurz meine Sachen abzulegen, um dann überhaupt was farmen zu können, weil mein Inventar ist voll komplett toll. Das müssen wir immer durch Revis Bude, wenn wir zu dir wollen? Ja, noch schon, weil halt da der Aufzug noch nicht gebaut wurde. Okay, ach, das ist der langsam da drin. Ist das der, den Zander abgebaut? Ja. Den wir kaputt gemacht haben. Nee, das ist ein anderer. Den haben wir aus Versehen kaputt gemacht. Mhm. Es gab auch richtig viele Dislikes auf meine Folge. Ich weiß nicht warum, weil du hast ja gesagt, geht dir und hatet den das Video. Deswegen, glaube ich, gab es Dislikes. Und weil wir den von Zander, also weil ich den von Zander kaputt gemacht habe. Das war aus Versehen, ich habe mich schon entschuldigt. Ja, ja. Und Zander hat gesagt, ist nicht schlimm. Wäre nur schlimmer gewesen, wenn Rebis wäre. Das ist das, was er im Original geschrieben hat. In der Konfi. Wirklich, ist so. Ich hab's gesehen. Ich kann's. Ja, er meinte bezeugen. So, ach, ich dachte, es war Revi, weil der hat sich so gesagt, wer war das? Und dann haben wir gesagt, das haben wir auch so sehen. Er meinte, ach, kein Problem, ich dachte, es war Revi gewesen. Das wäre ein Problem gewesen. Okay, du, weißt du, wo du lang gehst? Warte, guck mal, hier ist denn hier los? Ja, pass auf, die schubst dich immer Alter. Runter. Oh, nee, Leute, bitte. Okay. Guck mal, hier habe ich schon mal einen Weg gebaut. Gehen wir jetzt hier runter? Wo bist du denn? Dena! In mein Haus! Du hast ein Hochlauf. Ich weiß doch nicht, wo dein Haus ist. Wo muss ich denn hier noch hochlaufen? Das hier oben, hab ich dir das noch gar nicht gezeigt? Nein, ich war noch kein einziges Mal bei dir. Du hast mich einfach getötet in der letzten Folge. Ah, das tut mir leid. Das war aus Versehen. Ja, das war richtig aus Versehen. Bist du schon ganz da oben? Ich bin Serverpolizist. Ja.
Ich bin hier oben, ja. Ja, aber Lena, ich weiß nicht, ich habe keine Treppe, keine Leiter gesehen. Du musst da, weißt du, da wo du gerade standest, wo das tiefe Loch ist, wenn du da nur einen rausgehst sozusagen, dann siehst du, dass deine Treppe abgeht zur Seite. Nee, wo es ganz runter geht? Hm? Ja. Da ist ja die Leiter nach unten. Ja, du musst, nee, und da musst du halt in diesen Vorraum gehen, wo du halt auch dahin kommst zum Schreiheit. Ah, das kannst doch nur du sein. Ich? Ja. Ich finde es nicht, ich schlag dich nicht, nein. Hä? Ich bin hier oben. Nein, du Schreiheits. Also. Da war ein Schild zum Schreiheits. Und da dachte ich, das ist dein Haus. Das ist aber schick, du. Das ist aber richtig cool. Guck mal, man kann hier rausgucken. Da kann man die Sterne beobachten, ja. Oh, wie schön. Ja. Ich traue ihm nicht, es war so klar. Das warst du sogar, ne? Ja, alles klar. Nein. Oh. Das ist. Mann. Weißt du, wie man das nennt? Weißt du, wie man das nennt, Dena? Karma. Karma. Deswegen habe ich dich nicht geschubst, ey, weil ich genau weiß, dass sowas dann passiert. Und das wird Rotpilz auch wissen. Das Rotpilz. War echt doof. Mann, wieso spawn ich immer hier? Rotpilz, lass es sein. Lass es sein. Tu's nicht. Das war echt scheiße. Oh. Ich bring mich lieber selbst um, bevor ich mich hier. Oh, ich dachte schon, das Huhn hat mich gebissen oder so. Ist ein bisschen dunkel hier. Da lief hier. So ein Huhn lang und da habe ich direkt Schaden bekommen. Aber es war immer anderes. Ach, Rotpilz, diese Kacksau, ey. Wirklich. Das war auch Karma, weil du dich über mich lustig gemacht hast. Ja, das kann natürlich sein. Oder weil Rotpilz einfach richtig auf Krawall gebürstet ist. Du hast deine Vertrauensposition als Lehrer ausgenutzt, um den armen Schüler auszulachen. Ja, ich wollte gerade F für Flashlight drücken. Nicht geklappt. Das wäre natürlich cool. Ich finde meine Sachen jetzt auch nicht wieder. Weißt du, jetzt habe ich von Rewe die ganzen Sachen bekommen. Ich weiß auch nicht, wo meine Sachen alle sind. Die sind da gleich auch darunter geflogen. Mörderdunkel gerade, es tut mir leid. Hier habe ich doch hab ich eine Schere eingesammelt. Ich habe eine Schere hab ich nie gehabt. Komisch. Ja, ärgerlich. Schade. Vielen Dank, Rotpilz. Ich habe ein Knöllchen bekommen, weil es sexy. Und supergeil. Ja, ich weiß. Ich bin supergeil. Es ist gerade so unglaublich dunkel. Es tut mir leid, Leute. Naja, egal. Dann kann ich jetzt. Es geht nicht anders. Es ist richtig Rotpilz. Ich. Ja, du hast verwarn ihn mal. Alles versaut. Ja, los, gib ihm irgendwelche Hausaufgaben auf. Los, los! Wird für left the game. Ne, der kriegt nachher noch seine 2-3 Schläge. Aber gut, okay. Oh, jetzt fängt's hier an. Ich habe übrigens den richtig krassen Shader hier, den neuesten von Zeus drin. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn es anfängt zu regnen, dann gibt's so einen leichten Nebelschauer. Also, das ist absolut. Also das sieht echt schick aus. Muss ich mal sagen. Also, ich hab das Wichtigste verloren: Holz. Ich hatte 64 Holz. Ohne Spaß. Hatte ich wirklich. Glaub mir. Und die sind einfach weg. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach ein bisschen rum hier. Es wäre ganz cool, wenn du das zu essen mitbringst und vielleicht noch eine Spitzhacke für mich. Ja, das wollte ich ja gerade machen, aber da fehlt mir das Holz hier, weil ich wollte eine Kiste machen, meine Sachen einzulegen, da wollte ich mir eine Spitzhacke craften. Ja. Ich weiß nicht. Holz habe ich auch nicht mehr. Du hast mir, glaube ich, ganz viel Holz gegeben, oder? Ja, aber ich glaube nicht. Ich habe noch Maites Zeug. Kann ich Maite bestehlen oder kommt das nicht so gut? Das kommt, glaube ich, schon ganz lustig. Nee, dann mache ich das nicht. Nee, das ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir dann Holz borgen soll, aber ich glaube, die haben ja auch nicht so viel Holz. Ich weiß jetzt. Boah. Vor allem, ich sehe nichts. Aber hier, ich hab wieder was eingesammelt. Doch, warte mal, hier kommen wir der Sache näher. Ja, weil ich glaube, mein Holz ist einfach irgendwo runtergefallen, weil Rewe mich getötet hat. Ja, ja, genau. So war es ja dann auch. Ich muss hier nur wieder irgendwie. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Schalter ist. Aber ich finde es leider gerade nicht. Irgendwo ist ein Schalter. Und wenn man den betätigt. Also, Rohpilz, wirklich. Das fand ich jetzt. Das fand ich nicht so lustig, sag ich ganz ehrlich, du. Das fand ich wirklich nicht so nett. Ich will nicht sagen, dass ich sauer bin. Ich will nicht sagen, dass ich sauer bin. Aber ich bin enttäuscht. Ja, ich bin einfach nur unendlich enttäuscht von Rotpilz. Auch wenn es wenig überraschend kam, sag ich dir ganz ehrlich. hier meine Sachen! Ich hab sie! Wuhu! Ich hab sie. Hast du das Holz? Ich hab das Holz, ja. Oh, wundervoll. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie. Ich versuche hier schnell noch, bevor es Tag wird, hier ein Bett zu finden, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Weil dann falle ich nicht immer ganz runter. Ah, oh, irgendwo sind hier eigentlich Betten, dachte ich. Aber ich finde hier gerade keine. Weil hätte man hier ein Bett, könnte man hier, weißt du, dann spawnt man halt immer hier oben, muss nicht mehr hochlaufen. Mann, aber ich finde gerade keinen. Ich kann nur, vielleicht kann ich bei Rotpilz schlafen. Rotpilzhaus. Da ist schon wieder so ein Haus gebaut wie bei Hero. So. Lass mal loslegen jetzt, Alter. Ich habe jetzt 17 Holz. Wir treffen uns hier unten bei der. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wofür brauchst du denn? Eine Kiste, um meine ganzen Zeugs reinzutun.
Ja, aber die brauchst du doch für die. Für was denn jetzt genau? Ich kann doch eine Kiste machen. Ich wollte gerade schlafen, Guido, jetzt ist es zu spät. Du musst in die Schule gehen. Ich glaube, du musst, also hochkommen, weil dann müssen wir hier die Kiste machen. Du willst auch hier oben dein Haus machen. Ja, ja, aber ich will jetzt erstmal, ich scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach so, ich will jetzt nicht hier 10 Minuten der Aufnahme... Damit okay, dann geh ich schon mal vor. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal vor, alles klar. Okay, guck mal. Klau mir sonst ja einfach halt irgendwo. Weil Revi hat mir das ja weggenommen, nachdem er mich runtergeschubbt. Nee, wieso bin ich gestorben? In welche Richtung soll ich denn gehen? Ja, ich glaube, du kannst alle Richtungen gehen. Also, ist egal. Ist halt schon in der Nähe schon alles so relativ weg wahrscheinlich, aber das weiß ich nicht genau, weil ich war noch gar nicht auf Tour bisher. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ich gehe einfach mal, glaube ich, von da, von wo ich auch kam. Ist zu spät, sich zu entschuldigen. Ist zu spät. Jetzt habe ich auch so einen blöden Ohrwurm hier. Oh, ich finde es schön, Ohrwurm. Aber ich habe kein Schwert. Doch, ich habe ein Schwert. Alles gut. Na klar. Weil, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Monster sind hier an und auf super extrem hyper schwer. Hyper, hyper. Und genauso extrem ist übrigens auch der World Generator hier missbraucht worden. Denn, Schnee! Oh, wir sind hier. Ja, das ist richtig extrem. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Höhlen, weil, wenn das alles so hoch ist, sind die Höhlen, glaube ich, gar nicht so groß. Aber ich weiß auch nicht. Ich fange jetzt einfach erstmal mit Stein an. Weil in der Höhle traue ich mich eh nicht alleine, weil die Zombies ja so immer so gruselig sind. Ja, Bergmann, ist dein Angsthase, Pfeffernase. Also morgen kommt der Ostern, das kommt der nicht, kommt der doch. Mehr sag ich halt nicht. Dena liebt Susi. Was ist denn das für ein Lied? Keine Ahnung. Ich dachte auch, ich könnte es weiter, aber dann habe ich plötzlich gemerkt, nein, ich kann es nicht. Und habe gehofft, dass du mich irgendwie... Das macht gar keinen Sinn. Ja, ja, genau. Es gab immer so ein Lied, was man immer gesungen hat, wenn Mädchen und Junge... Ich dachte, das ist immer irgendwas, was sich reimt oder so. Ja, es ging irgendwie... Nee, das ist... Nee, es ging irgendwie anders. Nee, das ist nicht... Genau, das ist es nicht. Es gab irgendwie noch was... Hörst du das nicht eigentlich jeden Tag in deinem, wenn du in der Klasse bist? Ja eben, deswegen versuche ich hier gerade drauf zu kommen. Du bist gleich mit der Zeit unaufmerksam geworden, könnte es sein? Ja. Ich werde einfach alt. Hättest du sowas doch sofort gewusst? Ich bin vor allem schon wieder schrecklich müde um die Uhrzeit, was mich der bewundert. Deswegen übrigens, darauf muss ich kurz eingehen, einer der meiner lieben Kommentatoren hat geschrieben oder gefragt, ob ich denn vor der Aufnahme gekifft hätte. Das habe ich natürlich nicht, aber es könnte auch jetzt gerade wieder so aussehen, als hätte ich, weil meine Augen so gerötet sind. Liegt einfach daran, dass der Birksman leider ein paar Probleme mit seinen Augen aktuell hat. Grauer Star, Stichwort. Und dementsprechend musste er sich gerade ein paar Augentropfen reinpfeifen. Und ich habe bittere Tränen geweint, weil das ein ganz fürchterliches Gefühl war. Nimmt man nicht immer Augentropfen, um so roten Augen vorzubeugen oder so? Oder? Ja, genau. Bei mir hat es halt nur den umgekehrten Effekt gehabt, ne? Hier. Ich wäre zu Mainstream, wenn es anders wäre. Ja. Ja, das kann ich. Ich kann das. Also, ich finde das auch verständlich, Herr Birksmann. Ich finde das okay. Ich bin auch nicht der. Ich bin der Einzige gewesen, der dich nicht ausgelacht hat, als du mit den roten Augen neulich in der Klasse warst. Ja. Alle haben gelacht, aber ich. Du warst nicht. Ja auch nicht da. Ja, stimmt. Ja. Du brauchst noch lange? Ich bin noch hier in der Base, ne? So ist es ja nicht. Ach, du bist noch in der. Du bist halt sozusagen noch ganz nah. Ich bin noch ganz nah. Und ich hatte mir jetzt hier schon so einen Mini-Raum ausgehoben, weil ich dachte, ich muss eine Kiste aufstellen, aber die muss ich ja auch irgendwie in der richtigen Position aufstellen. Ja. Deswegen hatte ich jetzt noch. Bin ich sozusagen noch nicht großartig vorangekommen, weil ich die ganze Zeit ein bisschen sowas auskloppe. Okay. Aber wenn du möchtest, beeile ich mich jetzt auch noch ganz, ganz, ganz flott. Beeil dich doch. Okay. Okay. Okay, mach ich. Zack, zack. Da kommen wir nicht ran. Was? Ja, alles gut. So, und zack, zack. So. Jetzt habe ich hier schon mal, da kann ich hier schon mal Sachen reintun. Und zwar tue ich hier rechts alles so Baumaterial rein und alles andere woanders. Was ist das denn hier? Hier ist so ein Schlammhaus, das ist ja wunderschön. Dude. Bla. Wo ist hier? Kann ich das hier? Immer dieses Sortieren, ne? Denke ich mir dann immer nur. Gibt so eine schöne Mod für, die das für einen erledigt. Ja, kenne ich nicht. Ich glaube, die müsste auch auf dem Server installiert. Ah, was mache ich denn? Ah, nee, das war nicht so gut. Torches lasse ich hier. Knöllchen, weil sexy, bewahre ich auf. Du bist Fan oder was? Olli? Ich hab ein Knöllchen bekommen, weil ich sexy bin. Von Revi, weil der ist der Serverpolizist. Ja, ja, aber das mit dem wegen sexy klingt so, als wärst du so Olli Schulz. Fan. Nee, das. Nö. Kennst du gar nicht? Weniger. Okay. Doch schon? Ja, aber ist doch von ihm.
Ja, das kann sein, aber das heißt, das wäre dann Revi. Ich habe das ja nicht geschrieben, ich habe das bekommen. Ach so, ich dachte, du singst das die ganze Zeit, weil du so ein... Oh. Hi. Hallo. Na? Wir nehmen gerade auf und ich komme unprofessionell. Einfach rein in den TS-Raum. Unprofessionell. Bei den Behinderten nehmt ihr echt auf? Ja, wir nehmen auf. Wir haben doch keine Rechte, oben in den Aufnahmechannel zu gehen, dann, ey. Ja, fragt doch kurz. Ihr könnt wir sind hier auf, jetzt muss ich das öffentlich machen. Wir sind hier auf dem TS und wir haben keine Rechte. Und die können wir gar nicht in den Aufnahmeraum. Und deswegen kommt, ich habe nur einen eigenen Raum, der ist Dinas nuklearer Forschungsreaktor. Ja, und die kommen aber das ist rein. Das ist ein Laberraum, Mann. Wie kommst du auf die Idee, da drin aufzunehmen? Ja, guck weil wir nichts anderes haben. Eben, wir sind Bürger zweiter Klasse auf diesem TS. Guck mal, Herr Bergmann hat zwar Herr Bergmanns Klassenzimmer, aber da darf er auch nicht drin, da dürfen wir auch nicht drin aufnehmen. Nur labern dürfen wir. Guck mal, worunter denn dein Raum hier angeordnet ist. Bei Laberecke. Ja, wir labern Ja, Dena. Ich nenne die Folge Streit zwischen Tadel und Dena. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das geht Abos. Und Klick. Na ja, wir streiten vor dir. Oh Mann, Dena. Wo wir uns gerade hören, Tadel, ey. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Geht's dir gut zu uns, oder was? Alles gut? Ja, und dir? Ja, auch. Ja, läuft gut in der Schule. Läuft alles gut soweit. Und bei Tadel, du hast heute 500.000 Abonnenten gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Gestern, nicht heute. Ach so. Okay, gestern Nacht aber, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß vielleicht auch heute. Ja. Oh, yeah. Und was nimmt ihr gerade auf? Was macht ihr so? Craft Attack, ja. Ah, da seid ihr beide dabei schon? Ja. Aha. Was mit dir? Kommst du nach oder was? Ich hab Lust, ja. Ja, dann mach das mal. Dena, ich komm jetzt mal kurz zu dir, einfach damit ich jetzt mal schon mal eine Base hab, weil es dauert mir alles zu lange mit dir. Du bist immer so ein Langsamer. Das warst du in der Schule ja auch schon. Ich bin jetzt einfach mal hier, ja? Ja, klar, mach mit. Ist okay. Ja, ich habe mir noch ein bisschen Eier aus meinem Haus rausgeworfen, weil das hier so schön ist. Ich habe so einen richtigen Ausblick und kann ich so richtig so bam, bam, bam Eier verteilen. Das ist gut. Bin ich lustig. Habt ihr schon ordentlich was gebaut? Nee, Dena bremst mich enorm aus, muss ich gestehen. Ich habe noch nichts gebaut. Ich habe mich auch nicht durchgeschmort hier. Was? Ich habe damit nichts zu tun. Klar. Habt ihr gar nichts mit zu tun. So. So, ich crafte mir jetzt noch einen Ofen. Vielleicht auch zwei. Hier, jetzt überstürzt zwei. Nichts. Warum ist deine Treppe hier nicht mal zu Ende gebaut, ist Dena, wirklich? Weil sie muss mich alten Mann hier nochmal hochsteigen lassen, ey. Kannst du mir zumindest mal abholen können? Oder so ein Treppenlift wäre cool. So ein Sessel. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Ja, das wäre klasse. Das wäre auch im YouTube-Haus toll, weil wenn Tadel hier einzieht, dann brauchen wir das, weil der wohnt zwei Stockwerke unter mir und damit wir uns überhaupt besuchen können, müssen wir echt so einen Treppenlift installieren, der dann so ganz langsam fährt, damit es auch nicht zu schnell ist, damit man, weißt du, da so. Ja. Oh ja. Ich kann jetzt rein theoretisch, kann ich jetzt über dir bauen, ne? Ja, aber nicht direkt, weil ich möchte hier so Lichtschächte von oben runterholen, weißt du? Ja, okay. Dann, ich baue mich einfach mal trotzdem kurz hier hoch, ja? An der Seite, ist in Ordnung. Nur, dass ich hochkomme jetzt. Mhm. Das stört doch nicht. Aber nicht direkt über mich, weil ich möchte auf jeden Fall so eine Etagenspitze oben so drauf machen. Ja, aber du kannst halt parallel zentriert versetzt. Ja, so eine Feuerwehrrutsche wäre cool, ey. So direkt in deine Bude rein. Das wäre lustig. Rein, genau. Und die Liftschächte sind so perfekt, ey, weil wenn du nicht da bist, ey, dann werde ich da nämlich überall in die Liftschächte oben TNT platzieren. Und die fallen ja so schön runter, wenn man die dann zündet. Dann werde ich mich einfach mal rächen für das, was du hier die ganze Zeit machst. Für ein Verhalten. Oh, ich komme an Erde. So, pass auf, dass du nicht erstickst, wenn die Erde runterfällt. Ich hoffe, es passiert. So, jetzt. Vor allem ist Schnee, er ist genau mein Ding, wirklich. Ich verliebe mich gerade in dieses Projekt. Ja. Nicht schon wieder. Ja, ich weiß. Vor allem schneit das hier oben dann so auch? Gibt es hier statt Regen dann Schnee? Oder ist das einfach wenn wir in einem Schneebiom sind, aber wir sind ja in keinem Schneebiom, ne? Wenn es da schneit schon. Wer ist das? Also bei mir schneit es, das heißt, wir sind im Schneebiom. Gut, okay, weiß ich Bescheid. Wenn es da schneit, dann... Aber hier hat Rotpilz schon irgendwie 1000 Basen gebaut hier. Basen. Ich muss nur einmal hier mein Eisen hier reinwerfen, weil ich brauche das. Schädel-Baselbruch, ey. Ja, da muss ich irgendwie... Das ist ja ein bisschen blöd, ey. So. Ich folge ihm einfach mal unauffällig und guck mal, was passiert, ey. Mir aber ganz unauffällig. Verteilen ja so eine geheime Zweitfamilie oder sowas, die hier ernährt. So ein paar Villager, so eine Villagerin auf geschwängert irgendwie. Jetzt muss er sich um drei Kinder kümmern. Hoffentlich, oh ja. Kann ich mir es gut gibt vorstellen. Viele dunkle Geheimnisse bei Rotpilz, glaube ich. Da. Oh, hier sind wir. Sieht aber schön aus hier oben, da kann man nichts sagen. Oh, ich schreibe, während ich an einer prekären, leicht zum runterfallenden Stelle stehe. Stelle stehe, wo? Ja. Ja, nee, alles gut. Ja, wo? Es wird schon wieder dunkel. Ich erreiche hier nichts in dieser Folge. Nichts.
Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wohin. Wo bist du denn? Ja, hier, da. Hier, guck mal, bei Rotpilz bin ich und da hinten bist du, glaube ich, gerade. Beim Bäumchen. Da, hier. Hallo. Hallo. Winkst du gerade? Ah! Alles gut? Was ist passiert? Ja, alles gut. Er hat mich fast runtergeschubst. Bin ja auch Traitor. So, den Baum hier bitte nicht abbauen. Abbauen. Okay, ist sonst noch wer auf dem Server? Ja, Prominenz hier. Debitur, Rotpilz. Und das war. Okay, ich hab beim besten Willen. Ah, jetzt falle ich hier aber wieder. Ich hab beim besten Willen keine Ahnung, wo ich jetzt hier genau anfange. Debitur ist noch kein einziges Mal gestorben. Wollen wir ihn töten? Nee, ich mach sowas nicht. Ich fand das wirklich auch eine schwache Nummer von dir. Ich hab mir vorgenommen, dieses Projekt hier als der mit der längsten Überlebenszeit ohne einzigen Tod irgendwie. Ja, das ist nichts geworden. Das ist echt nichts geworden. Du bist nach 5 Sekunden gestorben. Ich glaube, ich werde einfach. Ich bin so derbe orientierungslos. Einfach mal. Aber nicht, du da kannst nicht direkt hier drüber bauen, weil da. Das ist mir klar, weil hier Rotpilz, natürlich. Deswegen, ich werde mich hier vermutlich an einer dieser etwas höher gelegenen Inseln hier niederlassen müssen. Was bedeutet, dass wir nicht mehr genau aneinander wohnen. Oder? Du kannst auch noch links hiervon sein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. In diesem Baum. Ach, hier geht's ja auch noch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Ach, guck mal hier. Hier ist doch noch ein Berg. Was ist denn los? Ja, eben. Ja, ist ja nicht. Was ist denn los? Ja, hab ich gar nicht gesehen. Ja, dann ist das hier aber sowas. Guck mal, oh, sogar eine Lampe hier. Das ist aber lieb von dir. Bitte. Dann wird das doch hier auf jeden Fall der Herr Bergmann-Berg. Da drin machen wir ein großes Bergwerk. Genau. Ja, das ist schön. Ja. Ist tot. Mach jetzt schon mal so Lichtschächte. Machen wir ganz modern. Boah. Ganz toll, cool. Und schön und modern. Du spielst ja auch mit Shader, ne? Dann fällt das Licht da so schön rein. Aha. Aber ich wollte auch noch einen Shader installieren. Ja, es war kompliziert, aber ich hab's geschafft. Ich kenne da jemanden, der macht coole Tutorials darüber, ey, wie man die gut installiert. Ich kann euch nachher mal einen Link rüberschicken. Aber ich kann's schon. Ja, ich meinte auch Tadel. Der braucht das. Ja, ich rieche schon, wer das gemacht hat. Lukas Heil. Grüße übrigens an dieser Stelle. Ich weiß ja, du bist ein großer Fan unserer Videos. Ich bräuchte dringend mal Lampen. Hast du noch ein paar Lampen, die du mir mal hier in die Grotte reinwerfen könntest? Ja, wenn du vorbeikommst, kriege ich dir was. Okay, die du mir vorbeiwerfen könntest. Ja, ich komme vorbei. Na gut. Ich muss ja auch immer laufen. Es ist ein Geben und Nehmen. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stürzte und brach mir beide Beine. Oh nein. Ja. Was ist? Okay. Oh, super, super. Hast du so für den Anfang so 10 Stück? Mhm. Ist das drin? Ja, hier. Kannst du ein paar nehmen. Oh, das ist aber lieb. Danke. Sag mal, war der Megaprojekt auch so? Ey, das ist ja unglaublich. Aber der war ja Tadel noch gar nicht dabei, nett oder? Nett von mir, dass ich dir das gebe, oder? Und davon kann ich dir nichts erzählen. Nur die Tadel war ich im Megaprojekt geboren. Nur die sagen, wo... Genau. Ey, so. Nicht alle. Ja, ach so, okay. Dann kriegst du die hier wieder. Tschüss. Kannst du auch irgendwie ein bisschen dekorativer aufhängen? Ich hab sie. Wie soll ich ihn aufhängen, der? Soll ich noch, so ein Baum oder so. Wir können nachher mal ein paar Lampen installieren oder so. Mach ein bisschen schicker. Ich hänge meine einfach am Baum auf, das reicht schon. Ja. Finde ich schon sehr schön. Oh nee, jetzt falle ich hier runter. Okay, pass auf. Und ich würde mal sagen, meine Bude ist auch jetzt soweit fertig. Fertig? Damit würde ich sagen, beende ich auch zumindest für mich an dieser Stelle mal die Aufnahme. Okay. Und warte mal, ein kleines Fenster mache ich noch rein. Ja, ja, one more block, one more block, one ja, more ja, block. Ja, genau. Jetzt geht's los. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieses One More Block, was man bei Minecraft früher hatte, es gibt jetzt seit zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Spiel, das so simpel ist und mich trotzdem immer wieder, also immer, was ich immer wieder spielen muss, wo ich echt abends nach Hause komme und sage, ich muss jetzt sofort dieses Spiel spielen. Und das ist wirklich TTT, ey. Ich bin so derbesüchtig nach TTT geworden, das ist unglaublich. Wie steht's bei euch da? TTT ist auch ein schönes Spiel. Habt ihr TTT schon mal gespielt? Aber ich hab nicht so das süchtige Verlangen danach. Doch, ich drehe da richtig. Aber ich spiele schon gerne. Aber das habe ich im Moment bei gar kein Spiel. Ich hab das auch wohl. Also das ist wieder so ein Spiel, wo ich mir auch denke, dass das Spielprinzip einfach ewig cool sein wird. Ja. Aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich das ständig spielen könnte. Einfach weil auch die Konstellation, dass man so viele Leute hat und so, nicht so oft zustande kommt. Ja. Für mich ist das was Besonderes, aber wenn, dann spielen wir auch meist so 5 Stunden oder so. Ja, das schaffen wir zum Beispiel dann meistens nicht. Aber außer wir machen das halt extra so zum Aufnehmen, dann hört es meistens nach einer Stunde oder so schon auf. Ja. Weil alle keinen Bock mehr aufeinander.
Nee, meistens haben wir schon so 2 Stunden gespielt. Wann habt ihr gespielt? Ja, meistens waren es schon so 2 Stunden immer. Hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ich bin auch immer gestorben. Aber ich spiele TTT immer und wenn ich dann noch gleichzeitig nebenbei irgendwas esse oder so. Ich mache immer irgendwas zu essen und immer wenn ich dann sterbe, was halt häufig ist, dann muss man ja leise sein und dann esse ich halt immer Pizza. Manchmal, wenn ich später bin, esse ich auch Pizza. Was machst du? Mit deinen Aufnahmen isst du dann was? Ja, aber ich schneide dann ja immer nur die Runden zusammen, die, wo ich nicht gestorben bin. Aber was ist, wenn du dann was... Achso, wenn du tot bist, isst du was? Ja. Achso, okay. Hab ich wieder nicht richtig zugehört. Sag mal... Schon wieder nicht richtig zugehört. Wie jedes Mal. Ich melde mich, sag die besten Sachen und dann sagst du, ja, nimmst jemand anderen dran, der sagt genau dasselbe und du sagst, ja, super und gibst ihm eine 1 und mir immer nicht. Ja. Ja, denk mal drüber nach, du. Denk mal drüber nach. Komm, du magst mich nicht. Aber kommen wir zu viel wichtigeren Sachen. Folge. Bitte? Ich muss die Folge lieber beenden jetzt. Ja, warte, ganz kurz. Letzte Frage. Die ist essentiell wichtig, auch für deine Zuschauer. Wie sieht denn das aus hier mit, bin ich sicher in meinem Haus? Oder könntest du jetzt rein theoretisch auch rumkommen, alles trollen, Es gibt Bombe. Keine Regeln. Es gibt wirklich gar keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Okay. Gut, man, also, ich glaube, die Broken Thumbs haben einfach so gesagt, die nehmen nur Leute rein, bei denen die denken, dass die schon wissen, wo eine Grenze ist und fertig. Ah ja, okay, alles klar. Ich kenne die Grenzen. Ja, gut. Na gut, Dena, dann beende mal die Folge. Dann schließe ich mich dem Prozedere an. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an Tarlo fürs Dabeisein. Alle Teilnehmer vom Projekt sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und schaut auf jeden Fall auch vorbei. Bergmann hat das ja auch alles aufgenommen und nimmt auch weiter auf und so weiter und so fort. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was?